Thaddäus und Erik sind bei mir. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Hi. Ich habe gerade schon kurz gefragt, ob ihr denn tattoo-mäßig bestückt seid. Du bist tattoo-mäßig Jungfrau. Das stimmt, ja. Tatsächlich. Hast du überhaupt Interesse an Tattoos? Oder ist es eher so, schaue ich mir bei anderen an, aber selber nicht? Ja, ich plane tatsächlich ein Tattoo, aber das werde ich heute nicht mehr schaffen. Da muss ich dich gleich mal ein bisschen zu fragen. Habt ihr da schon Ideen oder möchtest du das noch nicht erzählen? Naja, es hat was mit meiner Achillesferse zu tun im übertragenen Sinne und auch als der Ort, an dem ich das Tattoo machen will. Das ist eigentlich schon alles, was ich an Erklärung dazu geben kann. Weil da muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das umsetze. Ja, einen Künstler hast du dir auch schon ausgesucht? Nee, aber ich glaube, ich möchte im Dotting-Verfahren was haben. Ja, cool. Du hast sogar... Huch, alles gut? Ja, ich bin lichtempfindlich. Du bist sehr scheu. Ja. Ja, deswegen haben wir das auch jetzt erst angemacht. Meine Haut brennt schnell. Wir haben das jetzt erst angemacht. Wir haben gedacht, ihr merkt es dann nicht, damit so schnell von jetzt auf gleich. Ja. Alles gut? Ja, mir geht's super. Ja? Sonnenbrand? Nee. Nein. Alles gut, okay. Ich habe die Folie noch drum. Okay, du, ja, du hast sogar eins. Also, wenn ich noch ein bisschen geisteskranker gewesen wäre früher, wäre ich jetzt schon zugehackt, muss ich gestehen. Ja. Aber ich habe dann doch noch so ein bisschen Vernunft für mich bewiesen, was meine Arbeit betrifft, also den Schauspielerberuf. Mhm. Ich habe mir dann überlegt, okay, also du liebst es, gehackt zu werden. Lass das mal noch jetzt erstmal, werd berühmt. Und dann hackst du dich zu und dann kriegst du trotzdem jede Rolle. Ich habe gehört, nicht jede. Ich habe gehört, Tatortkommissar wäre dann nichts mehr. Doch, ja? Klar. Also wenn ich jetzt so weitermache wie bisher die nächsten Jahre, dann werde ich der erste voll komplett zugehackte, schwarze Tatortkommissar. Du machst schwarz dann auch. Weißt du? Ja, ja klar. Ja, kompletten Arm. Und die Sendung hat dann, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ja, genau. Ja, Stehfest TV. Wer hat Angst vor dem schwarzen? Stehfest im Saft. Aber habt ihr dann beide... Ich habe aber eins. Also ich habe eins im Nacken. Mhm. Möchte das auch noch erweitern, ist ein Cover-Up. Ja? Genau. Ah, Moment, dann hattest du ja, das ist ja quasi schon zwei theoretisch. Ja, tatsächlich, ja. Was genau. War es vorher? Was ist Ach, ich war so schwer verliebt das erste Mal in meinem Leben und da musste das einfach passieren. Okay, und jetzt, was ist drüber? Eine Motte, würde ich sagen. Das klingt, als wenn es nochmal gecovert. Ist also nicht unbedingt schöner geworden. Klingt nicht so. Wie ist das denn, fühlt ihr euch jetzt, wo die ganzen Nadeln surren, auch so ein bisschen inspiriert? Ne? Wenn du gerade sagst, du willst sowieso schon eins. Ich habe Suchtdruck. Ja, genau das wollte ich damit implizieren. Ja, ich habe Suchtdruck und ich werde mich gleich wieder einsperren. Okay, dann ist ja gut, dass ich euch kurz verhaftet habe. Sozusagen, ich habe ja, wie du sagst, bin ich ja noch Jungfrau, also ich kann nur noch keinen Suchtdruck haben, die Sucht ist bei mir noch nicht ausgebrochen, aber... ich find's cool. Ich find's super. Ich mag's. Ich könnte das stundenlang... Auch was mit Suche zu tun. Du suchst halt noch nach der Richtigen oder dem Richtigen, der es dir besorgt. Warte mal, ich hab mal so einen Typen getroffen, der hat so ein Buch geschrieben, 9 Tage wach heißt das. Und das der sagt Thema. Das Buch, also das Buch möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Ja? Nein, aber ich... Okay. Mitleidenschaft. Aber Suchen hat was mit Sucht. Sucht hat was mit Suchen. Ja, was hast du denn gesucht? Oh, jetzt wird's deep. Nein, nein. Nein, was ich gesucht habe, ist ankommen. Irgendwo ankommen. Und ich bin bis heute noch nicht wirklich komplett angekommen auf dieser Welt. Ich bin noch sehr viel in anderen Universen unterwegs in meinem Kopf, aber das ist auch gut, weil ich habe mein Ventil gefunden, weißt du? Ja. Weil wenn du dir die Tätowierer hier anguckst, dann haben die alle so ein richtiges Fund an Kreativität und Fantasie im Kopf. Und das muss man ja auch kanalisieren. Ja. Die haben sich die Bilder gesucht, die machen das dann auf die Haut. Ich bin Filmemacher, ich muss meinen Wirrwarr hier oben eben in Drehbücher reinschreiben oder in Bücher. Ja. Genau. Und das hast du ja auch getan. Stimmt denn der Titel auch? Warst du wirklich mal 9 Tage wach? Genau, am Stück 9 Tage. Könnte auch draufstehen, sieh dem Tod ins Auge, also nach dem 7. Tag, das war dann schon kein Spaß mehr. Ja, du bist ja auch irgendwann geisteskrank davon jetzt quasi, ne? Du kannst ja gar nicht mehr richtig... Genau, drogeninitierte Schizophrenie war alles dabei, Stimmen... Genau, Verfolgungswahn. Hast du als Kollege das Buch auch gelesen? Ja. Und hast du dann nochmal einen anderen Blick auf ihn so? Er war eigentlich 10 Tage wach. Ah. Erzähl's bloß keinem. Ja, als ich das Buch gelesen habe. Du kannst nicht so schön schreiben, deswegen hast du... Nein, also ich kannte Erik ja vorher und kannte auch ein bisschen was von seiner Geschichte. Ich habe das Buch auch sofort gelesen. Ich habe es auch gelesen, nicht einfach als Leser, sondern als Kollege. Und, ja, das meine ich. Ich glaube, ich habe das erste Buch bei Dussmann in Berlin gekauft, am Tag, als es rauskam. Das hatte auch einfach damit zu tun, dass ich mich als Kollege verpflichtet gefühlt habe, da auf dem Weg irgendwie zu begleiten, dabei zu sein. Und deswegen habe ich das Buch gelesen. Hat sich denn dann irgendwie
ja, für dich noch ein besseres Verständnis dann auch entwickelt für den Menschen an sich, also für ihn? Seltsamerweise, ich habe Zusatzinformationen bekommen, aber mein Verständnis hat sich nicht einen Millimeter verändert dadurch. Ja. Alles, was ich verstehen musste, habe ich vorher verstanden. Ja, sehr schön. Also seid ihr auch schon sehr befreundet durch die ganze... Absolut, also das war so eine Liebe auf den ersten Blick auf jeden Fall. Schön. Also ich beschreibe das immer so, wenn ich gefragt werde, also wir arbeiten ja auch zusammen, ne? Also es wird immer schnell der Begriff der Freundschaft rausgeholt. Wir haben halt erst angefangen zu arbeiten und das ging rasant, weil wir zwei wesentliche Dinge getan haben. Wir haben uns nicht geschont in unserer Arbeit. Wir haben relativ schnell vereinbart, dass wir uns was zumuten. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch versichert, dass wir aufeinander aufpassen. Und in dem Verhältnis, da lernst du einfach ganz schnell elementare Dinge des anderen kennen. Und da, den Einblick habe ich bekommen und da habe ich im Buch auf der Ebene nichts Neues erfahren. Ja, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Aber es ist einfach auch ein gut geschriebenes Buch, wenn man jetzt von der Schauspielerseite her sieht, ne? Also wird ja auch verfilmt, ist natürlich auch interessant als Schauspieler, ne? War das auch von dir vorher so angedacht, dass es verfilmt wird? Ja, also deswegen fällt es ja auch vielen Erstlesern zum Beispiel schwer, dieses Buch am Anfang zu lesen, weil ich natürlich als Filmemacher geschrieben habe. Das heißt, ich schreibe Szenen und schreibe Szenenwechsel, die filmisch natürlich ganz einfach erklärbar sind, ne? Weil der ganze erste Part besteht daraus, dass ich vor Gericht sitze und man immer wieder in die Vergangenheit springt dazwischen. Okay. Ist filmisch, wenn ich mir das vorstelle, total einfach. Ja. Ne? Sitzt im Gericht, kennen wir alles schon. Aber wenn du es jetzt einfach nur liest, dann fragst du dich, hä, jetzt ist er wieder im Gericht, hä? Das ist für manche, ja wirklich, das muss ja, man, ja. Weil du wolltest ja jetzt wissen, wie ich das Buch geschrieben habe, natürlich. Also ja. Ich habe von Anfang an gedacht, das muss ein Film werden. Und wirst du das dann auch selber spielen? Ja. So 8 Mile Style? Naja, vielleicht noch ein bisschen deeper, weil ja. Eminem ist nicht so deep wie ich. Das glaube ich dir. Weil Eminem schont sich in seinem Film. Er ist nicht nochmal richtig reingegangen in sein Gefühl. Okay. Da habe ich das Gefühl. Und meinst du, es wird krass? Das aber 8 Mile war einfach mega der Shit. Eminem ist sowieso der Shit. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Eminem nicht jetzt wirklich auch zu den Illuminaten auch übergewandelt zuschaut. Ist. Er zeigt die Symbole, er hängt sich die Kette um, das finde ich scheiße. Lass das sein, Eminem. So, jetzt haben wir das auch mal gesagt. Aber meinst du nicht, es wird krass, wenn du es dann verfilmst? Das nochmal zu so, was geht um die Welt? Was sagst du? Der kommt jetzt gleich. Aber ich habe eine Frage an dich. Hast du auch ein Tattoo? Ja, aber ein ganz kleines. Versteckt. Ach so, okay. Ist versteckt. Was wolltest du noch wissen gerade? Das ist so ein kleiner, wie so ein Kringel, wie so ein Tribal. Und wo ist um der? Den Bauchnabel. Und wo ist der Kringel? Ja. Um den Bauchnabel. Um den Bauchnabel, okay. Ja, der ist immer versteckt, weil ich kann das in meinem Job einfach nicht leisten. Weißt okay. Du wolltest gerade noch was wissen? Ja, ich wollte wissen, ob das für dich krass wird, dass wir das durchleben dann. Also das kannst du jetzt noch nicht genau wissen, aber meinst natürlich. Du, ist es dann... Also waren das sagt dir das Thema Method Acting was? Ja. Das werde ich dann auch anwenden. Also ich werde in die Magersucht gehen, ich werde wieder komplett mich wahrscheinlich 2 Wochen abisolieren, also in eine geschlossene wieder zurückgehen. Das wird begleitet vom Psychologen, von Sporttherapeuten. Also natürlich wird das schwer, weil ich sag dir, ich lebe jetzt relativ angstfrei. Also das, was ich mir durch mein nüchternes Leben jetzt, ich bin 5 Jahre abstinent, erarbeitet habe, ist relativ angstfrei im Leben zu stehen. Aber ich weiß, der Erik von damals war pure Angst. Deswegen hat er ja dauernd Drogen genommen, deswegen musste er sich durch Kampf beweisen, deswegen musste er so viel Gas geben, weil er seine Angst, Angst davor hatte, sich damit zu konfrontieren. Und davor habe ich so ein bisschen Schiss, dass mich diese alten Ängste wieder einholen. Ja. Verstehst du? Ja, kann ich total gut verstehen. Oder dass sie dich nicht einholen. Ne? Also wenn du davon sprichst, dass du das auch wirklich vermitteln möchtest und da zurückgehen willst in das alte Gefühl, das kriegst du als Schauspieler natürlich nicht einfach geschenkt. Da musst du einen Weg gehen und auch bereit sein, da wieder ranzugehen. Und vor Angst hat man Angst. Rückschritt ist das. Das ist das Schwierige, wieder zu sagen, ich gehe wieder 10 Schritte zurück. Aber meinst du, wenn du das Ganze von hinten aufwickelst, dass es dann vielleicht nach dem Film wirklich nochmal besser wird? Also dass das wirklich abgeschlossen ist? Genau, ja. das ist mein Ziel. Dass der zweite Teil im Film dann auch nochmal härteres Sporttraining, nochmal gesündere Ernährung und so. Weißt du, was ich meine? Also dass man das nochmal einen krassen Tick ernster nimmt. Ja, genau. Ja. Vielleicht wird es dann zur Sucht. Nee, ich habe echt schon mit dem Gedanken gespielt, weil ich irgendwie seit ich 7 bin, weiß, dass mit dem Schauspielerei das irgendwie wird. Ich habe gedacht, um mein System, das alles Schicksal und alles ist vorbestimmt, so ein bisschen zu durchbrechen,
werde ich nach dem Film alles aufgeben und mache einen Café auf irgendwo an der Ecke. Weißt du, einfach um dann mir zu sagen, aber das Leben ist nämlich doch nicht vorprogrammiert. Du kannst es selbst entscheiden, wo lang du gehst. Aber dann kannst du gar nicht mehr tätowierte Tatortkommissar werden. Das werde ich trotzdem, aber nur im Off. Dann kriegt, also der Ingo, auf der Straße. Dann kriegt doch der Ingo den Job, der wollte den nämlich. Ingo? Ingo Kantarek. Achso. Kantarek. Ja. Kennst du? Quentin Tarantino. Okay, Quentin Tarantino. Der wollte schon immer mal Tatortkommissar werden in Deutschland. Aber dann sehen wir so viele Füße im Fernsehen, ist auch eklig. Nee, das wollen wir nicht. Das will ich auch. Okay, wir schweifen mal wieder ab. Achso, ich wollte noch was fragen. Und zwar, komisch, ne, im Interview. 7. Ja, auch. Aber wie viele, genau? Also sind es jetzt nur 7? Was? Leute, die in deinem Film mitspielen, die du jetzt schon weißt? Oh, ich weiß noch gar nicht, wie viele es sind. Spielst du mit? Was? Im Film. Ach, 9 Tage wach? Ja. Das muss ich mir noch schwer überlegen. Als das Vorbild, das 10 Tage wach ist? Genau. Das geht in der Echt. Das hören wir doch schon wieder bei Promiflash. Thaddäus Meilinger, 10 Tage wach. Wovon? Fragezeichen. Was ist jetzt los? Welche Drogen hat er konsumiert? Militärwerbevertrag ist am Laufen. Okay. Trinkst du denn noch Alkohol überhaupt? Oder nimmst du jetzt, also bist du komplett abstinent? Also ich bin alltagsbetrunken, aber ich trinke nicht mehr. Sehr gut. Wie ist das bei dir? Ich trinke auch nicht. Echt gar nicht? Ja, ich habe irgendwie... Doch, der trinkt immer heimlich, wenn niemand hinguckt. Obwohl, das stimmt. Gibst du? Das stimmt nicht. Also wenn ich neulich habe ich zu Hause alleine gekocht und habe mir tatsächlich irgendwie dabei... Die Biene gekippt. Gibst du? Wenn die Kinder aus dem Haus sind, haust du dir richtig Buletten rein. Dieses spießige Klischee von so einem... So ein Glas Wein beim Abschmecken. Ja, so einem Typen, der dann irgendwie so noch so ein Glas Wein trinkt. Ja, also das habe ich tatsächlich getan, aber erstmal die Soße ablöschen und dann den Rachen. Aber ich lasse dann halt einfach tatsächlich so einen Korken knallen mal. Aber ja, ich trinke, irgendwie hat sich das ergeben, ich trinke immer weniger. Und wenn man dann irgendwie mal aus dem Training ist, dann hält man einfach nicht mehr Stand mit seinen alten Erfolgen. Beef and Greet. Meet and Greet. Meet and Greet, genau. Hast du? Ja, du triffst eine Gewinnerin mit Kind. Ja. Nadine. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, dann lasse ich euch auch in Ruhe. War schön. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt aufs dritte Cover-Up, auf den voll tätowierten Tatortkommissar, genau, auf dein Tattoo. Wir reden dann nochmal. Ja, wie genau. Es war vor allem. Na, wie war's, die Entjungferung? Okay, ich knuddel euch beide nochmal. Gleichfalls. Schenkt euch ein Lächeln. Danke, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.